schon die ersten Puscharbeiten gesehen. Leider. Oh. Leider, ja. Oh. Ich habe es hier abgebaut. Hier ist der Fensterheber. Ja, und dann ist mir was aufgefallen. Hier irgendwo haben wir ein Problem, dass die Kette rasselt. Ich hoffe es mal. Aber guck mal, was für eine robuste Kette der hat. Hm. Das ist ja geil, ne? Wenn ich was brauche, kann ich hier abbauen. Hier, guck mal, das meinte ich hier mit den Dompipes. Der hat die sogar, die einzelnen. Ah, das meintest du mit einzelnen. Ja, ja. Und das ist ja zusammen. Mhm. Und die einzelnen sind halt wertvoller. Und was ist in dem 40er? Bei uns ist es komplett. Komplett in einem Rohr. Und hier haben wir ja jeweils zwei Zylinder, zwei Rohre, getrennt. Mhm. Mehr Dampf. Ne, hier sind so Sachen, die könnte man echt gebrauchen. Ey, lass den Tisch in Ruhe hier. Hier ist ja nicht schlimm, also Tisch werde ich ja nichts machen. Geil. Sofort zweckentfremden. Ach Quatsch. So, Hoschke, das ist mein Kfz-Futzi, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hi Leute, wie geht's dir? Gut, ich bin da ein bisschen im Stress gewesen. Habe ich gar nicht gemerkt. Ich warte ja nur zwei Stunden. Bauen heute Fensterheber ein und machen einmal Klimaservice. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert, weil BMW E39 haben sehr viele Probleme. Weil ich bin der Meinung, der funktioniert und dann doch nicht, dann wieder doch. Es kann sein, das erzähle ich euch gleich. Ich habe schon die ersten Puscharbeiten gesehen, leider. Oh. Leider, ja. Oh. Ich habe die Pappe abgebaut. Alle Nieten waren kaputt. Also war da schon einer dran? Ja klar, einer, guck mal, du siehst ja auch, wie schön er es falsch reingesteckt hat. Die sind alle kaputt, die muss ich alle erstmal besorgen. Hat man die noch irgendwo? Ja klar. Damals habe ich ja für den Kompakt sehr viele bestellt. Ich weiß nicht, ob ich noch welche habe, muss ich mal gucken, vielleicht habe ich sie sogar noch da. Fangen wir mal erstmal hinten an. Ich habe die Türpappen schon mal abgebaut, weil ich auf Eidosch gewartet habe den ganzen Tag. Eidosch. Was ist? Ich bezahle dir das. Ich habe Samstag einen Termin, ne? Ja, yeah, die bezahle ich dir. Hauptsache, du kommst pünktlich. Ja, sorry. Ich habe es hier abgebaut. Hier ist der Fensterheber. Ja, und dann ist mir was aufgefallen. Ich glaube, das ist der Stecker für den Fensterhebermotor. Mhm. Und den haben wir hier gar nicht verbaut. Den haben die abgebaut. Oder die wollten da selber irgendwie was machen und haben den nicht mehr eingebaut. Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, der Motor fehlt hier. Also hier haben wir keinen Motor. Ja, den haben die abgebaut. Weil er funktioniert ja auch nicht. Ich höre ja hier gar nichts. Also können wir hier gar nichts machen. Ah, okay, das sagt schon einiges. Abgebrochen irgendwas, was ist das? Ja, ja, Fenster. Hier ist alles noch voll. Und dann beim Ausbau haben die da ja nicht gut gemacht. Ja, es ist auch alles abgebrochen. Die Halterungen sind abgebrochen. Einfach abgerissen. Kleber hält nicht mehr. Das finde ich schade. Oh, Nichtraucher. Schön. Das kann man ja kleben, das ist ja kein Problem. Also können wir sagen, da war irgendein Laie dran? Ja, ich meine, vorne auf jeden Fall. Hier haben die ja nur den Motor entfernt, höchstwahrscheinlich. Also es gibt Sachen, die macht man halt echt mit Hammer. Und es gibt Sachen, die muss man mit Gefühl machen, sonst geht das nicht. Vorne habe ich auch alles abgebaut. Alles ist dran. Du siehst hier, Fensterheber funktioniert vorne ja auch nicht. Hier, Krankheit. Du siehst. Hier. Ja, gucken wir mal. Das Ding ist so richtig kaputt. Also mehr geht. Guck mal, hinten, hör dir mal hinten an, da hörst du gar nichts. Jetzt weißt du auch warum. Weil der Motor ja nicht dran ist und ab ist. Egal, wir werden jetzt hier einmal Klimaservice machen. Und dann Fensterheber vorne rechts, damit ich auch bei McDonald's bestellen kann. Und nicht rückwärts reinfahren. Ja, genau, das wollte ich auch noch zeigen. Wir haben hier nochmal die Musikanlage. Und die war auch abgebrochen. Hier komplett abgebrochen. Und hier hinten komplett abgebrochen.
Finde ich schade. Haben anscheinend die Schrauben nicht gesehen und dann beim Abmachen haben die so, oh, der ist ja noch befestigt mit 3 Schrauben. Und die Schraube haben die natürlich gut gemacht, aber die beiden haben die abgebrochen. Ja, da muss ich sehen, ansonsten kommt das Ding auch neu. Anna, oder soll ich das hier machen? Klimaservice. Kannst du? Wirklich, ich kann es auch hier machen. Muss ich nur hier rüberbringen. Wie du willst. Weißt du was, dann fahren wir aber ein Stückchen zurück. Komm. Ja. Man merkt gar nicht, dass ich den Motorsound hören möchte. Oh, okay. Wenn da irgendwann zu warm wurde, dann fiel die Klimaanlage aus. Der Lüfter vorne war bei mir kaputt. Bei welchem Auto war das denn? Bei meinem E39 damals. Der silberne. Der fiel auch aus. Der fiel auch aus. Aber bei dem war das immer sporadisch. Mal ist er ausgefallen, mal ging er wieder bei. Dieser Lüfter hier vorne, der konnte den Kondensator einfach nicht kühlen. Gestiegen. Was passiert? Hat sich abgeschaltet. Weil Klimaanlage muss sich ja kühlen. Ja, lass mal starten, komm. Ich will mal gucken, ob Klimaanlage jetzt funktioniert. Okay. Richtig. Ich kann Fenster nicht aufmachen und ich habe keine Klimaanlage. Mehr geht nicht. Ein super Kombi. Machen jetzt Klimaservice und werden nebenbei ganz schnell Fensterheber einbauen. Jetzt saugt er das erstmal ab. Das heißt, wir werden jetzt das ganze Kühlmittel absaugen und dann schauen wir mal, wie viel da noch drin ist. Aha, steht nicht. Wo ist Klimazettel? Leider haben wir Klimazettel nicht da. Aber ich würde mal sagen, BMW um die 700 Gramm, 750 Gramm. Vielleicht hat er den sogar mit 950 Gramm. Sprich, wenn er die Hälfte drin hat, müsste er normalerweise funktionieren. Und das werden wir jetzt gleich sehen. Dann kann sein, Klimakompressor ist kaputt, vielleicht eine Sicherung. Da müssen wir suchen. Das können wir aber auch später. Wir machen jetzt die Fenster selber ganz schnell. So sieht ein kaputter Fensterheber aus. Dann ist er rübergesprungen. Siehst du das? Mhm. Hier ist der Motor. Den müssen wir jetzt abbauen. Wir haben 130 Gramm. Das heißt, der verliert auf hier. Oh, was ist das denn noch hier? Was ist da noch was? So, die eine brauchen wir natürlich jetzt erstmal nicht raus. Ach, guck mal. Da gibt es sogar eine Anleitung. Hätte ich mal vorher aufgemacht. Only when the glass is installing can the part be powered on and run. Englisch ist da. So sieht das Ding aus. Das bauen wir jetzt gleich sofort. Ah, guck mal, da sind die Schrauben sogar dabei. Aha, guck mal, da sind alle Schrauben dabei. Ey, das ist cool. Also, weißt du, was ich dafür bezahlt habe? Was denn? 27 Euro. Ist okay. Bombe. Alle Schrauben sind dabei. Ich hoffe mal, das funktioniert. So, ich mache jetzt einmal sauber. So, das Ding ist noch von der Steinzeit. Das heißt, ich muss vieles manuell machen. 5 Minuten. Ich werde das Ganze jetzt reinigen. Ich werde so 500 Gramm reinballern. Klimagas ist teuer. Mach weniger. Nee, 500 Gramm müssen wir schon. Und dann schauen wir mal, ob der funktioniert. Und dann mache ich noch Kontrastmittel rein. Weil dann können wir später sehen, falls er was verliert, wo er verliert. Gut, wir bauen das jetzt ein. Tot. Hast du ja gemerkt, wie der saß? Wie saß der denn? Keine Ahnung. Das ist noch Qualität hier. Thank you.
glaube, der saß so, ne? Oder saß der so? Ja, ich glaube auch. So, so, weil hier Stecker rein. Das Geile ist bei alten Autos, ey, echt, da braucht ihr einfach nur Schraubenzieher. Das war's, ein Torque. Also mit so einer kleinen Knarrenkiste kannst du hier vieles reparieren. Das finde ich geil. Bei den neueren Fahrzeugen, ach, da brauchst du Werkzeuge, Spezialwerkzeuge. Und wenn du da irgendwas berührst, gehen die schon kaputt. Da musst du echt wissen, wie. Aber hier, das Geile ist, Türpappe habe ich einfach nur mit Kreuzschraubenzieher abgemacht. Beide. Einfach nur Kreuzschraubenzieher. Das ist so geil. Feier ich. So, das war's schon. Jetzt bauen wir das Ganze ein. Hier ein bisschen. Jetzt bin ich drin. Man merkt sofort als Schrauber, wenn man drin ist. Die Klimaanlage piept auch schon jede zwei Minuten. Ist eigentlich das hier? Ah, Airbag. Okay, okay. Ich bin näher gekommen. Ich habe sofort gelesen. Ich dachte nur, was ist denn das für ein Säckchen da? Also das nennt sich ja dann hier so, so Seitenairbag. Einmal gucken bitte, ob alles funktioniert. Ja, da muss man natürlich aufpassen, dass man auch immer schön genau hier drauf ist. Ne? Die habe ich das Gefühl, die haben mich ganz sauber gemacht. Fenster, das ist immer so eine Sache. Kann ich zwei Minuten dranbleiben, kann auch 10 Stunden. Weil Fenster ist so nicht mein Ding. Mehr. Yes, Sir. So, der ist gut drin. So, gucken. Aha. Also immer gucken, ob mit der Hand auch schön hoch und runter kommt. Boah, der hat voll viele Flecken hier. Echt jetzt? Ja, als hätte einer hier geschweißt. So. Also richtig so eingebrannt. Ja, eingebrannt, richtig. So, jetzt machen wir ganz runter. Da siehst du schon. Ja, jetzt haben wir Fenster schön sauber gemacht. Jetzt wissen wir gar nicht mehr, wo die Flecken sind. Das Teil muss ja auch drauf. Aber das gibt ihnen ja noch mal Stabilität hier. Mhm. Und das machen wir jetzt auch fest. Und das machen wir jetzt auch fest. Und mal schauen. Schon mal richtig schön. Ich muss den mal starten. Sehr schön. Super zufrieden. 27 Euro. Kann man nichts falsch machen. Ich würde sogar die alten ausbauen und die einbauen. Nee, ist super. Muss ich erstmal zusehen, dass ich die ganzen Sachen besorge und das Ding einbaue. Gut, Klimaanlage. Jetzt machen wir schnell 500 Gramm rein. So schnell geht das? Einfüllen geht doch schnell. Ach guck mal, das andere dauert immer so lange. Ja, ja, klar. Reinigen, aufsaugen, reinigen. Okay. Also so ungefähr eine halbe Stunde. Wahnsinn, also das Auffüllen ist hier das Kürzeste eigentlich. Das ist ja nur Auffüllen, Gas. So, 500 Gramm.
Also Sichtprüfung habe ich gemacht, ich habe auch nichts gehört. Aber trotzdem kommt da Kontrastmittel rein, falls er jetzt funktionieren sollte. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er funktioniert. Aber es kann ja sein, Motor war ja ab oder irgendwas haben die hier gemacht. Es kann ja sein, dass der jetzt, dass der vielleicht ausgebaut wurde. Probieren wir, ob der kühlt. Ja, du guckst jetzt einfach mal, ob Ventilator anspringt. Eigentlich wollte ich drinnen sitzen. Ja, kannst du ja gleich sofort. Prima, funktioniert nicht. Nicht jetzt? Nein. Die Sachen wieder rausholen hier. Ey, das dauert jetzt aber bestimmt wieder länger. Ja, das dauert ungefähr 10 Minuten, aber das brauchen wir ja nun nicht mehr zeigen. Guck mal, ey. So, aber egal, direkt Fenster alles ab. Ja, leider, funktioniert nicht. Aber woran es liegt, weißt du nicht. Ich weiß es nicht, das müssen wir uns jetzt anschauen. Aber ganz ehrlich, jetzt erstmal nicht. Da muss so viel gemacht werden noch am Motorbereich. Also das Klima eigentlich das kleinste Problem ist. Ne? Mhm. Deswegen funktioniert nicht. Aber wir wissen jetzt ungefähr, was Sache ist. Höchstwahrscheinlich dicht ist der. Es kann sein, es Kompressor. Die gehen auch schnell kaputt. Fensterhebermotor hinten. Die Leiste brauche ich. Hier. Fehlen da ja. Knöpfe, genau. Wo kriegst du denn am besten so kleinen Zeugs? Ich muss mal Freddy mal besuchen. Freds Revier. Weil er hat sehr viele E39 da stehen. Na, perfekt. Gucken wir immer mehr Videos an. Alter, schon habe ich Fenster nicht. Anleitung war ja auch dabei. Guck mal, was sie da gemacht haben, ne? Guck mal, fühl mal. Was ist das? Hier hat er das nicht, komischerweise, aber der wurde ja auch erneuert. Aber warte mal, wurde die Scheibe komplett neu reingemacht? Hier, die erneuert und hier nicht. Weißt du, was eigentlich mein Traum ist? Was denn? Komplett Doppelverglasung. Bei E39 ist die so schön. Warum brauchst du Sicherheit oder was? Nein, das hat nichts damit zu tun. Diese ist ja, die sind etwas dunkler. Ich weiß, die sind ein bisschen dunkler. Die sehen dunkler, so geil aus. Die sehen so leicht poliert aus. Mit schwarzen Rand so. Mhm. Ist einfach geil. Hier hat doch der Phaeton da, oder? Phaeton hat das, glaube ich, schon. Ja, der genau. Hat Doppelverglasung, ja. Glaube ich. Ja. Also ganz ehrlich, wenn ich irgendwann Doppelverglasung kriege, will ich die einbauen. Aber auch vorne, hinten auch, ne? Und dann mache ich mir jetzt eine Liste und dann machen wir eine Schrottplatztour und suchen für den E39 sehr viele Teile. Ja. Einfach gucken, was ich finde. Na klar. Ey, so viele Sachen werden wir noch machen hier. Der kommt jetzt in den Schrott rein und wir machen Feierabend. Dankeschön, Eidosch. Massage Samstag. Kriegst ja. Du. So, danke schön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao.